Die Politik der letzten Jahre hat den Menschen die sicheren Arbeitsplätze genommen, hat ihnen die Löhne gekürzt, hat die Renten gestrichen. Profitiert haben nur wenige Superreiche und Milliardäre. Und deswegen ist unsere zentrale Botschaft als Linke: Wir wollen die Enteignung der Menschen stoppen und wir fordern das zurück, was rechtmäßig ihnen gehört. So geht soziale Gerechtigkeit, Genossinnen und Genossen. Name? Christian Laie. Alter? 35. Dein politisches Motto? Ich will die soziale Ungleichheit bekämpfen und mich damit dafür mit den Mächtigen anlegen. Immer mehr Menschen fühlen, dass hier etwas schiefläuft. Nicht mal jeder Vierte hält die Verhältnisse noch für gerecht. Diese Herausforderung nehmen wir als Linke an, aber wir können den Kampf nicht alleine gewinnen. Wir müssen in Nordrhein-Westfalen die soziale Frage wieder auf die politische Tagesordnung setzen. Wir haben eine Situation, wo im Ruhrgebiet jeder fünfte arm ist, jedes dritte Kind lebt von Hartz IV. Und dann kann man sich vorstellen, das sind Durchschnittswerte, wie es in einzelnen Stadtteilen aussieht. So geht das nicht weiter. Und ich denke, dass wir den Menschen Hoffnung machen müssen, dass es auch anders geht. Es ist nicht natürlich, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Wenn man sich wehrt, kann man daran was ändern. Das ist unsere Botschaft. Und eins kann ich euch sagen, Genossinnen und Genossen. Wir werden der SPD und den Grünen nichts schenken in diesem Wahlkampf, so wie sie den Menschen in Nordrhein-Westfalen nichts geschenkt haben. Soziale Gerechtigkeit geht nur mit Links. In diesem Sinne bitte ich euch moral Vertrauen. Dankeschön.